Sollte Pierre-Emerick Aubameyang den BVB verlassen, bräuchte Dortmund wohl offensiven Ersatz. Ein Kandidat dafür ist Olivier Giroud. Der FC Arsenal würde den Franzosen offenbar gerne in einem Tauschgeschäft mit Aubameyang verrechnen lassen. Giroud's Berater hat jetzt Gerüchte über einen entsprechenden Deal angeheizt. Heute ist es nur ein Gerücht, aber morgen könnte es vielleicht schon Realität werden, sagte er dem Guardian. Weil Alexis Sanchez kurz vor der Unterschrift bei Manchester United steht, wird Henrik Mkhitaryan im Gegenzug zu Arsenal abgeschoben. Der Armenier verabschiedete sich bereits von den Clubmitgliedern. Ein Augenzeuge berichtete der Daily Mail, es habe viele Tränen gegeben. Mkhitaryan sei bei United ein sehr beliebter Spieler gewesen und mit den Umständen des Wechsels nicht glücklich. RB Leipzig will das portugiesische Talent Umaro Embalo unter Vertrag nehmen. Für den 16-jährigen Rechtsaußen würde RB wohl 20 Millionen Euro zahlen und damit einen alten Rekord brechen. Die höchste Ablöse, die jemals für einen 16-Jährigen gezahlt wurde, betrug 15 Millionen Euro, als Manchester United 2003 den jungen Cristiano Ronaldo verpflichtete. Kölns Konstantin Rausch hat am Freitag einen Vertrag beim russischen Erstligisten Dynamo Moskau unterschrieben. Das berichtet der Express. Die Ablöse beträgt 1,5 Millionen Euro. Barca dementiert, sich mit Atleticos Antoine Griezmann bereits auf einen Transfer verständigt zu haben. Der FC Barcelona bekräftigt, dass er die Institution Atletico Madrid uneingeschränkt respektiert, heißt es in der offiziellen Clubmitteilung.